Voran. Gebäude fertiggestellt. Verstanden. Klingt gut. Gebäude fertiggestellt. Es gibt Arbeit. Was immer ihr befehlt. Da lang? Gebäude fertiggestellt. Gut. Das wird ein Mann. Wirklich? Brüder, macht euch bereit. Es gibt Arbeit. Wir werden eurem Willen folgen. Und so endet es also. Erbärmlich. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Sieg. Der Vorposten wurde gebaut, General. Wir haben unsere Grenzen ausgedehnt. Endlich etwas Bewegung. Gehen wir es an. Gebäude fertiggestellt. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Sieg. Ein Golem. Sieht allerdings inaktiv aus. Vielleicht könnten wir und gegen den Sichelmund setzen. Einen Versuch ist es wert. Was ist? Wir werden angegriffen. Ich folge euch. Nur nachts. Wir werden angegriffen. Macht euch bereit.
Wird schon schief gehen. Wird erledigt. Gebäude fertiggestellt. Na dann. Sicher doch. In Ordnung. Gebäude fertiggestellt. Klingt gut. Hier, wenn ihr das sagt. Seht, ein alter Minenschacht. Wir sollten unsere Rebellen einen Blick darauf werfen lassen. Vielleicht finden sie etwas von. Sie greifen die Arbeiter an. Sie greifen die Arbeiter an. Wie ist der Plan? Sie greifen die Arbeiter an. Sie greifen die Arbeiter an. Niemand lebt ewig. Sie greifen die Arbeiter an. Unsere Sektoren verloren. Nur zu. Wir werden angegriffen. Euer Begehr.
Gebäude fertiggestellt. Ja. Sie greifen die Arbeiter an. Ja. Gebäude fertiggestellt. Ihr habt hoffentlich gute Nachrichten. Was wollt ihr? Angriff! Uns geht das Eisen aus. Ja? Gehen wir es an. Was denn jetzt? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Endlich etwas Bewegung. Wir werden angegriffen. Das muss. Erledigen wir das. Es muss geschehen. Na dann. Thank you.
unsere Sektoren verloren. Jetzt gilt es. Und so endet es also. Wir werden angegriffen. Vorwärts. Gut. Ja, jawohl. Ich wird schon schief gehen. Eine neue Technologie hervorgebracht. Alles klar. Ein Moment. General, unsere Forschung hat eine neue Technologie hervorgebracht. Seid ihr euch dabei sicher? General, unsere Forschung hat eine neue Technologie hervorgebracht. Wir werden angegriffen. Gehen wir es an. Wir werden angegriffen. Was immer ihr befehlt. Wir werden dem Land unseren Stempel aufprägen. Der Vorposten wurde gebaut, General. Wir haben unsere Grenzen ausgedehnt. Macht euch bereit. Es geht nach Arbeit. Gebäude fertiggestellt. Ja.
sich gestellt. Gebäude fertiggestellt. Verstanden. Sicherlich. Und so... Wir werden angegriffen. Na dann. Bereit. Wir werden angegriffen. Schon schief gehen. Ihr wisst nicht, für wen ihr euch anhört. General, unsere Forschung hat eine neue Technologie hervorgebracht. Gebäude fertiggestellt. Wir werden angegriffen. Bleibt nah bei mir. Gebäude fertiggestellt. Wir werden angegriffen. Ja. Gebäude fertiggestellt. Ja? Erledigen wir das. Es muss getan werden. Jetzt gilt es. Es muss getan werden. Hier entlang. Gebäude fertiggestellt. Gebäude fertiggestellt. Es gibt Arbeit.
zu. Ich von. Gebäude fertiggestellt. Bleibt nah bei mir. Vorwärts. Es muss geschehen. Jetzt stirb endlich. Erledigen wir das. Endlich etwas Bewegung. Na dann. General, unsere Forschung hat eine neue Technologie hervorgebracht. Und so endet es also. Gebäude fertiggestellt. Alles klar, einen Moment. Der Vorposten wurde gebaut, General. Wir haben unsere Grenzen ausgedehnt. Gebäude fertiggestellt. Ich bin hier. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Gehen wir es an. Erledigen wir das. Wir fordern uns heraus. Vorwärts. Na dann, wird schon schief gehen. Es muss getan werden. Gehen wir es an. Jetzt gilt es. Gebäude fertiggestellt. Es muss getan werden. Wir werden angegriffen. Erledigen wir das. Vorwärts. Macht euch bereit. General, unsere Forschung hat eine neue Technologie hervorgebracht. Angriff! Erledigen wir das. Ja.
Erledigt sie! Niemand lebt ewig. Was immer ihr befehlt. Es muss geschehen. Sie oder wir. Was ist das? Gehen wir es an. Jetzt gilt es. Wird erledigt. Bei Tiaras Atem. Ihr da, bitte, holt mich hier raus. Wir werden angegriffen. Muss getan. Wir werden angegriffen. Was immer ihr befehlt. Wir werden angegriffen. Danke. Bei den Wächtern. Wer sind diese Elfen? Sie töten jeden. Bringt euch in Sicherheit. Es wird zu einem Kampf kommen. Glaubt mir, das werde ich. Ich bin fertig mit Abenteuern. Aber hier, nehmt dies. Ich will tun, was ich kann, um zu helfen.
erledigen wir das. Endlich etwas Bewegung. Gebäude fertiggestellt. So endet es also. Wir werden angegriffen. Was gibt es? Jetzt gilt es. Sie oder wir. Wie ist der Plan? Versuch nicht zurückzufallen. Na dann. Immer ihr Befehl. Gehen wir es an. Endlich etwas Bewegung. Wird schon schief gehen. Das war der Letzte. Wir haben es geschafft. Und dennoch keine Spur von der maskierten Frau. Seht ihr die Gerüste? Dort muss die Grabungsstelle sein. Sieht aus, als wären sie schon einige Tage hier gewesen. Bei Elends Regenfällen. Sind sie schon im Inneren? Das können wir von hier aus unmöglich sagen, aber ich wette meine linke Hand darauf, dass die maskierte Frau bereits am Tempel ist. Oder noch schlimmer, im Tempel. Etwas lässt euch innehalten, als ihr den uralten Tempel betretet. Ein Gefühl. Ihr seht euch um und werdet auf die seltsamen Ornamente und fremdartige Architektur aufmerksam. Die Luft selbst scheint
zerbrechlich. Ihr spannt euch an, als die Bodenplatten unter euch auf einmal hauchdünn und gläsern wirken. Es ist so, als hättet ihr mit Durchschreiten des beschädigten Portals alle Welten hinter euch gelassen und einen gänzlich neuen Ort betreten, einen Verbindungspunkt zwischen Traum und Realität. Ihr könnt das auch spüren, oder? Ja, etwas an diesem Ort ist anders. Aber wir können darüber jetzt nicht nachsinnen. Finden wir die maskierte Frau, bevor es zu spät ist. Was wollt ihr? Das ist sie. General Erev, endlich. Ihr versteckt euch wieder? Das scheint zu einer Gewohnheit zu werden. Ich verstecke mich nicht. Ich habe auf euch gewartet. Und nein, keine Sorge. Diesmal werde ich nicht fliehen. Warum sollte ich? Es ist vorbei. Meine Leute sind bereits am Portal. Zusammen mit dem Hort der Seelen. Sie öffnen es in diesem Moment. Unsinn. Nur ein Verdorbener kann Jakku beenden. Das ist korrekt. Mein Geist ist weiterhin mit dem Hort verbunden. Wenn ihr mich töten wollt... Thank you.
so. Gehen wir es an. Hier drüben. Aber sinnlos. Die Prophezeiung wird so oder so in Erfüllung gehen. Wird sie nicht. Ihr seid die letzte Verdorbene und wir haben euch zur Strecke gebracht. Ja. Nur ein Verdorbener kann Shaiok der Zurückkehr auslösen. Wenn es keine mehr von uns gäbe, würde Yaku nicht ablaufen. Aber ich bin nicht die Letzte. Noch werde ich das jemals sein. Das Muster. Das Muster kann nicht zerstört werden. Was soll das heißen? Der Same ruht in jedem Einzelnen. Was meinte sie damit? Der Same ruht in jedem Einzelnen? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es mehr als nur 4 Verdorbene. Wie auch immer, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Los, finden wir das Portal und halten wir ihre Träume auf, bevor es zu spät ist. Da lang?
hier. Macht euch bereit. Sicher doch. Erledigen wir das. Gehen wir es an. Wir haben es geschafft. Sie sind tot. Das ist also der Hort. Bei Elends Regenfällen. Spürt ihr das? Diese Energie? Ja, eine Ernte von Tausenden von Seelen. Und das muss das Portal sein. Das kann nichts Gutes bringen. Wir sollten besser auf die Königin und die Hofmagier warten. Ich stimme zu. Es tut mir leid. Was? Was tust du? Nein. Nein, das kann nicht sein. Bei den Wächtern. Reit, was hast du getan? Du hast das Portal geöffnet. Das habe ich. Ich schätze, ich schulde dir eine Erklärung. Nicht wahr? Ich verstehe das einfach nicht. General, ich habe immer den Verdacht gehabt, dass der Gott des Lichts nicht nur vernichten, sondern auch neue Realitäten erschaffen kann. Um ehrlich zu sein, es war der einzige Grund, warum ich mich ursprünglich dieser Mission angeschlossen habe und warum ich den Jadestab als Katalysator für das Ritual ins Spiel gebracht habe. Weil du wusstest, dass der hybernische Prinz mit anderen Realitäten experimentiert hatte? Ja. Und der Gott des Lichts seine... seine Bitte nicht erhört hatte. Aber warum? Alt Halu barg die Antwort. Die Gabe des hibernischen Prinzen war unzureichend. Alles, was noch zu tun war, war die richtige Gabe zu finden, die mir das Wohlwollen des Gottes Lichts erkaufen würde. Und die maskierte Frau hat es mir gesagt, Yaku. Wenn ich das Portal öffnen würde, das ihn diese Welt verschlingen ließe, würde er mich in eine andere schicken. Das ist alles wegen Atros und Yarobe. Du wolltest, dass Shyokdet dich in eine Realität schickt, in der sie nicht gestorben sind. Das ist wohl ziemlich offensichtlich, was? Ja, ich will sie zurück. Ich dachte, ich könnte es ertragen. Aber ich kann es nicht. Ich will sie einfach zurückhaben, aber nicht in dieser Welt. Verstehst du?
Hier sind sie für immer fort. Und deswegen hast du uns im Tausch gegen deine Familie an den dunklen Sichelmond verraten. Sie oder ihr. Es tut mir leid. Ich verstehe nicht. Warte, nur ein Verdorbener könnte das Portal öffnen. Was heißt das jetzt? Bist du ein Verdorbener? Ich weiß es nicht, Aerith. Und ist es wichtig? Ich lasse all dies hinter mir. Gut, aber wo ist dann bitte deine neue Realität? Du bist immer noch hier. Die maskierte Frau hat dich getäuscht, Reit. Shai-Octet hat dich getäuscht. Nein, Aerith, hat er nicht. Es geschieht bereits. Diese Welt, ich kann fühlen, wie sie verblasst. Ich spüre, wie sie in diesem Moment bereits vergeht. Also hast du ihr den Standort des Tempels verraten, nicht wahr? So konnte sie vor uns hier eintreffen. Direkt nachdem der Junge es uns gesagt hatte. Ja, und ich habe versprochen, die Aufgabe zu beenden, falls ihr den Sichelmond schlagen würdet, was ihr geschafft habt. Wann hast du es getan? Wie lange hast du uns schon verraten? Nach dem Ritual. Die maskierte Frau, sie nahm Kontakt mit ihr auf, als ich nach ihr suchte. Ich kann sie jetzt sehen. Da. Im Licht. Bei Tiaras Atem. Reit hat das Portal geöffnet. Er hat Yaku erfüllt. Was? Aber wie? Warum? Shai-Octet hat ihm die Chance geboten, in einer neuen Realität zu leben, in der seine Familie nicht gestorben ist. Er hat eine Abmachung getroffen und uns an den Sichelmond verkauft. Aber es ist jetzt unwichtig. Wir müssen einen Weg finden, den Gott des Lichts am Betreten von Eo zu hindern. Ihr schaut so auf das Portal. Es ist unsere einzige Chance. Was auch immer sich dahinter befindet, vielleicht finden wir dort auch einen Weg, das hier aufzuhalten. Aber ich werde euch nicht zwingen, mir zu folgen. Bleibt hier oder kommt mit. Das liegt ganz bei euch. Ich weiß nur, dass ich gehen werde. Schön, dann kommen wir auch mit. Ihr müsst das nicht tun. Welche Wahl haben wir denn? Sollen wir hier rumsitzen und sterben? Nein, General, ihr habt recht. Eine Chance ist besser als nichts. Na schön, dann folgt mir. Das hier ist noch nicht vorbei. Es darf nicht vorbei sein. Was haben wir denn hier? Hier? Ja.
Habe es im Lager liegen lassen. Verdammt. Kein Problem. Als ihr in die wabernde Wand aus Licht tretet, fühlt ihr, wie euer letzter Halt in der Realität davongleitet. Wie die letzte Erinnerung an einen Traum im Erwachen. Alles löst sich auf und lässt euch alleine in der absoluten Leere zurück. Bei Tiaras Atem. Ich schätze, wir haben Shayok Dads Heimat gefunden. Ein Ort zwischen den Dimensionen. Zwischen Traum und Realität. Was habt ihr gesagt? Nichts, Ich glaube, ich kenne diesen Ort und ich versuche, mich daran zu erinnern, woher. Ich weiß, was ihr meint. Dieser Sumpf. Ich war schon einmal hier. Irgendwann. Sumpf? Ist es das, was ihr seht? Ich sehe eine Wiese. Ich verstehe. Dieser Ort passt sich an unsere Gedanken an. Wie eine Art gemeinsame Realität zwischen unseren Träumen und der Welt des Gottes des Lichts. Aber wie gesagt, ich war schon einmal hier und ich denke, ich weiß, wie wir zum Kern dieses Ortes vordringen. Kommt, folgt mir.